Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Die Waffe weg! Okay, so viel zu der Tatsache. Wir müssen erstmal zum Sumpf. Zum Sumpf, es klingt so ähnlich. Alles klar. So. Jetzt haben wir die beiden Dustys dabei, das ist natürlich eher weniger schön. Aber meine Güte, was soll ich jetzt machen, ne? Ich denke nicht, dass die so lange dabei sein werden. Richtig. Das ist ein Oscar-Wendel. Das ist da gerade irgendwie für einen kurzen Moment aus, als wäre das andere. So. Na. Richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da hinten zum neuen Lager geht. Würde ich gerade mal so behaupten. Aber da gehen wir ja eher erst später hin, von daher ist das irrelevant und da sind gerade viele Scavenger. Ach komm schon. So. Ach, die hauen die jetzt natürlich alle kaputt. Ja. Das Problem ist, ich habe die auch schon versucht, per Konsolenkill zu töten. Geht auch nicht. Die machen so ein kurzes Ah! Und dann leben sie weiter. Also. Weiß ich jetzt nicht, aber das ist halt eine dieser Bugs, die jetzt nicht so gravierend sind. Alles klar. Alles klar. Ich hätte schwören können, dass da irgendwie eine Blume oder so ist. Deswegen gehe ich jetzt zu dem Moderat. Sehr gut. Na. Was haben wir hier? Ah, nichts. Ich glaube, wir waren doch schon mal in dieser Höhle. Gut, gut, gut. Und weiter geht's. So, hier sind wir jetzt schon wieder beim normalen Ausgang. Das heißt, es dauert nicht mehr lange. In die Baustelle und so, das kennen wir alles schon. Hallo? Na. Da. Na, das ist natürlich nervig wiederum. Okay, weiter. Wieder durch den Wald, der jetzt natürlich sicherer ist, weil jetzt nicht mehr ein neues Kapitel ist. Denke ich mal, zumindest, dass da jetzt keine Leute mehr sind. Oder keine Tiere wohl eher. Leute waren da hier schon nie. Alles klar, der Wald verschwindet. Das sind diese Tiere, die da immer rumgackern. Ist gackern vielleicht der beste Begriff? Könnte möglicherweise sein. Ja. Da halt ihre Geräusche machen. Ach ja, und ein paar schöne Vögel, die hier rum zwitschern. Schön, oder? Diese Ruhe. Da ist noch ein Wasserfall, aber der interessiert uns nicht. So. Hä?
muss allerdings auch schmerzhaft sein, wenn man hier runterfällt. Weil dass der Held das auch so gut laufen kann, ne? Hier ist ja glatt, hier ist ja keine Stufe Dix, wo man sich irgendwie festhalten könnte. Der läuft da einfach runter. So, schön auch, dass hier direkt... Eigentlich müsste das ganze Wasser hier, dadurch, dass hier ein Zulauf ist, nicht versumpft sein. Das müsste ja eigentlich total sauber sein. Aber wir reden jetzt mal nicht von fluvialer Dynamik. Sondern akzeptieren, dass das der Sumpf sumpfig ist. Dead words! Ja, stell dir vor, du würdest auch durch den Sumpf. Dann würdest du im Sumpf sein. So, heute mal wieder mit ganz großen Weisheiten. Die Leiter hoch. Ja, da müssen wir ja gleich zu Kochkalom, dem wahrscheinlich die Nachricht überbringen, dass wir von der... dass wir 500 Erz bekommen haben. Ich glaube, der ist erst da, oder? Alles klar. 2 Meter gefallen, tot. Das halte ich für, also, ziemlich vernünftig. Diesmal gehe ich auch den richtigen Weg. Wenn ich hier durch den Leiterwald. Das war auch der falsche Weg, den ich nämlich gegangen bin. Hier über das Kreuz. Ja, ja, alles super. So. Und dann hier hoch. Bum, 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 bum. Na. Ne, das ist kein das, ist Kochkalom. Erwache! Tachchen. Was willst du? Hier. Ich habe das Kraut abgeliefert. Gut, mach dich anderweitig nützlich. Natürlich. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene von... Ich werde es nie erfahren. Wir sehen uns. Möge der Sch... Ja, ich glaube wirklich, ich werde das nie erfahren. Schade, dass ich das 500 Erz nicht behalten durfte. Das war natürlich schon, Also 500 ist doch eine nette Summe. So, puh, irgendwie eine Fliege flog gerade vor meinem Auge direkt lang. Fokus für die Gurus, genau. Snaffs Rezept, das muss ich eigentlich nur ein paar Zutaten halt noch finden. Dann haben wir das. Der Rest, ja gut, dieses Monopol, ne, das mache ich dann halt, wenn ich hier fertig bin und zum neuen Lager kann, muss. Noch mal, jetzt darf ich da hoch. Muss ich ja eigentlich, weil sonst kann ich nicht, ne? Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ich hab die Erlaubnis. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Sehr gut. Wer hat hier das Sagen? Unsere Gurus sind... Achso, das hatten wir, glaube ich, schon mal alles. So. Nehme ich den rechten. Den rechten. So. Oh, ist schön hier. Heißt, so ein Riesenraum. Ich meine, okay, ich finde das persönlich schön, solche Riesenräume immer zu haben, wo dann so wenig drin ist, so dezent. Aber das ist ja echt nur Stein und da ist eine Frau. Weiß niemand kann da rein, aber eine Frau.
Natalia. Ich habe letztens gestern einen Film gesehen, der hieß Natalia. Natalia, wen liebst du heute? Und wer ist das? Oh. You're not allowed to talk to us. Ja, okay. You're not allowed to talk to us. Ja, ja. Erwache. You're not allowed to talk to us. Sei gegrüßt, Meister Iberion. You're not allowed to talk to us. Du kommst mir bekannt vor. You're not allowed to talk to us. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Nun, mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Ja, wunderbar. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Aha. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Mhm. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Perfekt. Ciao. Der war ja ganz chillig, der Kerl. Ja gut, wenn das nicht allzu kompliziert ist, dann packe ich das einfach mal noch in die Folge mit rein. Das könnte man schaffen, denke ich mal. Wir sind ja jetzt schließlich auch besser ausgerüstet und alles. Und haben halt die Rüstung sogar schon und so. Daher denke ich, dass läuft. So. Und jetzt muss ich nur Karte, Fokuskarte von Iberien. So, ich bin hier. Ah ja. Gut, dass der ganze Weg da eingezeichnet ist, wie so ein Navi. Und das richtig Gute, das ist so Piranha Bytes Schwäche, die Dungeons sind halt nie groß. Wenn ich mir das angucke, in Skyrim, da dauert ein Dungeon halt mal 2, 3, 4 Folgen, ja, wobei 4 Folgen ist auch schon sehr riesig. Und hier kriegst du den in 5 Minuten eigentlich durch jeden Tempel, jeden Dungeon. Außer es sind halt so wirklich die Endgame-Dinger. Also hier in Risen 2, weiß ich noch, hatten wir einen Dungeon ganz zum Schluss. Das war einer, der dann irgendwie, glaube ich, 3 Folgen eingenommen hat. Ist das hier, wo ich abbiegen muss? Sieht ganz danach aus. Ja. Das sieht sehr, 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 sehr danach aus. Na, das kann ja heiter werden hier. Oh, da ist ein Gegner. Das sind mehr Gegner. Guck mal. Hier ist der Wald schon ziemlich dunkel. Na. Oh. Oh, ich kann wieder nicht treffen. Ich werde sterben. Muss es halt pullen. Ja, der Wald ist schon ein bisschen gefährlicher.
Komm näher. Ihr werdet alle sterben. So. Na. Und speichern. Vielleicht mit den Kämpfen wird es dann doch nicht bis noch in dieser Folge gehen. So. Die Wölfe muss ich jetzt wirklich ein bisschen pullen. So. Damit ich zumindest ein Time... Oh, oh, oh. Zwei Schläge pro Wolf eigentlich nur. Nein. Da brauche ich dann immer nichts zu machen. Das Ding ist, zwei Schläge pro Wolf harmlos. Wenn ich aber die nicht treffe, dann bringt mir das auch nichts. Na. So. Mist, das war schon ziemlich gut. Aber ich könnte versuchen, diesen anliegenden Stein da zu nehmen. So. Na. Na. Hallo? So. Puh. Ich brauche jetzt einfach ganz schnell das Erste, was mit Heilung zu tun hatte. Zum Glück kommen nur die Blutfliegen hier hoch. Kommt doch. Tja, irgendwo hat der Mensch dann doch noch einen Vorteil. So. Jetzt kann ich mir nämlich genüsslich hier ein paar Steaks reinhauen. Es sei denn, der Wolf schafft sich's gleich irgendwie hochzubacken. Aber hoffen wir einfach mal nicht, ne? Aber man muss ja seine Umgebung nutzen. So. Ach ja, das gibt jetzt wieder viel Geld. Ja, Geld aus alten Wölfen machen, das ist doch perfekt, ne? Da macht man doch gerne. So. Na. Die Karte. Anscheinend schon. Da sind nochmal Wölfe. Mhm, mhm. Na. Okay, der war schon tot. Komm doch! Wer zu feige ist, der ist zwangsläufig tot. So. Es waren 5 Wölfe, das ist natürlich doch schon ein bisschen mehr als gewesen, als ich gedacht hatte. Oh. Ein paar Schnitzel reinhauen. So.
Mache ich mir übrigens auch gleich noch zum Abendessen. Schnitzel, schön Schweineschnitzel mit, ich glaube, Biermarinade ist das gewesen. Also so ein, diese Fertigdinger, die da so richtig getränkt sind in Soße. Da wisst ihr, was ich meine. So. Hallo Wolfi. Na. Ja. Ach ja, hier sind viele Sachen. Also ohne Geld und alles gehen wir hier nicht raus. Ich mache einfach eine Überlänge-Folge, wie ich hier zu dem Ding gehe. So viel zum Thema, ich schaffe den Tempel noch in der Folge. Hier bin ich falsch. Da muss ich lang, oder? Mache ich jetzt einfach mal. Boah, hier ist die Soundkulisse aber gerade mal mega gut, finde ich. Muss halt bedenken, 1999 oder 2002, ich weiß es gerade nicht. Speichern. Na. Boah, ich finde die Animation gut, wenn das der Hund so auf einen stürzt. Na. Aber wenn ich manchmal das Gefühl habe, der wird dann größer, also optisch. So. Ich glaube, ich muss weiter hier lang, ne? Ist das richtig oder ist das korrekt? Ich muss weiter in diese Richtung. So. Ach, 23 sind wir erst. Das ist ja nicht mehr Überlänge. Überlänge beginnt nämlich ab 30 Minuten. Und in 7 Minuten, das denke ich mal zu 100% dieses kleine Stück Weg schaffen wir auch noch. La mia patata. So. Was ist das denn für ein merkwürdiger Steinkreis? Oh, hier sind so viele tolle Sachen. Das ist wie wenn ich in den Epic in Kloppenburg gehe. Ist auch immer schlimm. Schreibt doch mal in die Kommentare, wo ihr eure Kleidung kauft. Sinn? Oh, oh Gott, das wären noch mehr Pilze. So viele finde ich sonst nur immer an deinen Füßen. So. Okay, es ist nicht mal ein Dungeon, das ist einfach nur ein Typ im Kreis. Hallo? Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Das ist absolut falsch.
Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Alles klar. Du wirst bestimmt nicht sterben. Fokus von der Meeresklippe. Eine der 5 Foki, die zur Erschaffung der magischen Barriere benutzt wurden. Foki ist der Plural von Fokus? So viel zu dem Thema. Das wird dir noch leid tun. Ach ja. Ich muss weg. Warte. Ich brauch den Weg. Der nimmt bestimmt den kürzesten Weg, oder? Oh, ich mach das jetzt richtig nice. Ich folge der Blutspur. Hier ist doch Sumpf, ne? Also auf Wasser. Es gibt selten Sümpfe, wo kein Wasser drin ist. Ich werde sterben. Was ist das denn? Ich bin auf dem Baum gelandet. Ich versuche mal hier wirklich runter zu springen. Skydiving ist was anderes. Free Jumping. Nice. Das finde ich gerade irgendwie lustig. Wie heißt das denn, die Leute, die von Klippen springen? Und sich nicht umbringen wollen. Das ist ja nicht Skydiving, das ist... Das hat einen Namen. Scheiße! Es müsste doch sein, dass wenn ich ins Wasser springe, ich nicht sterbe. Vielleicht nehme ich auch einfach nicht die Stelle, sondern gehe ein bisschen weiter und guck mal, ob da vielleicht das ein bisschen einfacher ist. Zum Beispiel. Oh nein. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Nee, das sieht ja keiner. Huch. Wir nehmen das ja auch nicht, um uns einen direkten Vorteil zu verschaffen. Alles klar, das hätte ich wahrscheinlich sogar überlebt. War doch klar, dass das Ärger gibt. So. Da ist er auch wieder aus. Ich gehe nochmal zu Hyperion. Diesmal über den linken Eingang. Ja, bei den quasi linken Ausgang genommen, aber auch den linken Eingang diesmal dann. Ja, immer Gleichberechtigung. Ja. Shh, we are not allowed to talk to us. Erwache. Doch, hier, Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Mhm. Bitte, auf jeden Fall. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend.
Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Kor Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay. Und ich mache einen Cut. Ich weiß nicht mehr, was zu tun ist. Bis zur nächsten Folge und tschüss.